Ja, Perfektionismus AD ist das heutige Thema dieses Videos und ich möchte dich recht herzlich willkommen heißen. Die erste Methode, also du erfährst hier drei Methoden, die ich auch regelmäßig bei mir selber anwende. Die erste Methode: verzichte meine Zeit lang auf Hilfsmittel. Das heißt, kein Radiergummi, kein Lineal. Und hier entsteht ja gerade ein Mandala, komplett ohne Hilfsmittel, also ohne Zirkel und ohne Lineal. Und probier es mal aus. Also ich fand es jetzt wirklich total entspannend, auch mal wirklich auf diesen Zirkel zu verzichten. Von den Farben her, wie gehabt, Aquarellfarben, Fineliner und Stifte. Aquarellstifte kommen hier zum Einsatz und das ganze Bild ist tatsächlich ohne Hilfsmittel entstanden. Und viele hochsensible Persönlichkeiten, ich bin ja selber hochsensibel, daher kenne ich die Problematik, sind unglaublich perfektionistisch und haben natürlich einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst. Und mit intuitives Malen oder heilsamen Malen hast du tatsächlich immer so wieder die Möglichkeit, dir mal deinen Perfektionismus anzugucken, auch mal so reinzufühlen. Wie geht's mir denn jetzt ohne Hilfsmittel, ohne Sicherheitsnetz? Ja, lass dieses Sicherheitsnetz einfach mal los. Und die zweite Methode, die ich dir heute gerne mitgeben möchte, ist: such dir in deinem Haus, in deiner Wohnung eine Ecke und lass die unaufgeräumt. Ja? Wenn du Kinder hast, ist es natürlich noch besser, weil dann gibt es immer Chaos. Ja? Und setz dich mal in diese Unordnung rein und meditiere mal darüber. Fühle rein, wie es dir damit geht, hier zu sitzen und vergegenwärtige oder mach dir bewusst, dass hinter Perfektionismus oftmals der Wunsch nach Sicherheit und Struktur steht. Und diese Sicherheit und Struktur, die ist in dir drinnen, in dir innen. Ja? Und je mehr dir bewusst wird, dass ich in mir die Sicherheit trage, in mir die Struktur, ich gebe mir die Struktur vor, umso weniger perfektionistisch wirst du im Äußeren handeln und agieren. Probier es einfach mal aus. Setz dich in irgendwelche Ecken, in Chaos rein. Fühl rein, wie geht's dir damit? Und meditiere da gerne mal ein bisschen. Also mir hat es unglaublich sehr geholfen. Ja, und jetzt kommen wir langsam zur dritten Methode, die ich persönlich sehr schätze, sehr liebe. Geh raus in die Natur. Ja, Mutter Natur, Mama Natur ist chaotisch, Mama Natur ist wild, leidenschaftlich. Ja, sie zerstört, sie baut wieder auf. Lerne von der Natur. Die Natur ist nicht perfektionistisch. Klar ist Gott für mich, meine höhere Macht ist perfekt. Das ist schon klar. Aber perfektionistisch ist dann doch irgendwie nicht perfektionistisch. Wild, ja. Das Leben will gelebt werden. Das Leben ist wild. Unberechenbar. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Das ist ja das Spannende am Leben. Und mit einer perfektionistischen Haltung tut man sich halt schwer, wirklich diese Leidenschaft, dieses Leben zu spüren. Ach, ich komme ins Schwafeln. Tschüss.